Skisaison ist voll der Skisaison, beziehungsweise in der Mountainbike-Saison. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu einer Afterwork-Mountainbike-Runde. Eigentlich mit den Jungs, aber ihr habt den Marius gerade schon gesehen, der musste gerade abbiegen. Da ist noch was dazwischen gekommen. Aber ich fahre jetzt gerade zum altbekannten Wiesenhof-Brutzler. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen das Sauerland erkunden mit den Bikes, uns gut auspumpen und euch mitnehmen. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Wen haben wir denn da? Ein Mann mit den dicken Waden. Jetzt nochmal richtig. Servus Basti. Servus, grüß dich. Willkommen im Video. Hallo. In der Feierabendrunde. Stimmt, die erste für dieses Jahr. Ja. Ich bin ganz aufgeregt, dass du bei der Feierabendrunde dabei bist, oder? Das wird stark. Ich war dann gleich mal richtig. Was haben wir denn vor? Wir haben hier um Olpe rum ein paar schöne Trails und gleich heißt es erstmal gut bergklettern und dann haben wir, finde ich, einen langen, sehr geilen Trail für uns. Ja, ich freue mich schon. Ich muss dazu sagen, ist jetzt nicht mein Fahrrad, das ist von der Theresa. Zerstört. Ja, die hat Talent, Sachen kaputt zu machen, deswegen fahre ich heute ganz vorsichtig. So viel zum Thema vorsichtig fahren. Also Olpe ist, wie ihr seht, auf jeden Fall eine Reise wert. Wunderschöne Stadt am Biggesee gelegen. Die Natur auf jeden Fall. Wunderbaren Trails in der Natur gelegen. Und hier kommt ja auch das Krombacher Pilz her. Das einzig wahre. So, die erste Bergetappe. Das Schöne hier im Sauerland, im Gegensatz zu Tirol, dass man hochfährt und dann wieder runterfahren kann. Tirol fährt man hoch, 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 einmal runter und ist der Tag rum. Ist auch komplett fertig. Ja, ist hier ganz schön, dass es so ein bisschen nicht so hoch ist, dass eher Hobbing gleicht und nicht ja, wieder oben. Du hast den Zuschauern gesagt, nach der Saison ist vor der Saison, beziehungsweise in der Mountainbike-Saison, ist doch so, oder? Ja, immer am Ball bleiben. Ich glaube, rechts. Nee. Links. Ist bei uns immer eine Fahrtsuche. Ich kenne nie den genauen Weg, jetzt immer so ein bisschen gucken. Ah, ja. Das ist immer so ein Jahr her, dass wir irgendwie hier unterwegs waren. Ja. In der Zeit irgendwo in den Alpen rumgeeiert, aber. Ja. Aber noch ohne Navi unterwegs. Also, wir haben immer noch jeden Weg gefunden. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. Hat uns damals aber auch mit einigen Strafen dafür. Oh ja. Ausgepeitscht. Da war immer das Schöne, alles was man runtergefahren ist, fälschlich runtergefahren ist, kommt man nachher auch wieder hochfahren. Da haben wir ordentlich Höhenmeter gesammelt. Jetzt kommt der erste ernstzunehmende Anstieg hier. Ich habe natürlich lieber die GoPro rausgeholt, als zu schalten. Deswegen quäle ich mich jetzt doppelt. Schauen wir mal an, wie leicht das beim Basti läuft. Hey Basti! Oi. Ich warte! Ja. Der Dike hatte da noch einen flotten Spruch drauf. Ja. Ich hab viele drauf, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Also schon eine schweißtreibende Angelegenheit hier. Aber wir werden gleich mit einem schönen Trail belohnt. Sofern der Jäger oder der Bauer den ich wieder zugelegt haben. Das geht auch schon mal. Da oben ist das Ziel. War richtig, Basti. Geschenkt, man hätte auch nicht hinfahren können. Ja, aber macht der keinen Unterschied. Du musst so oder so hoch. Läuft. Okay. Wuhu!
Alter, da hab ich mir jetzt was auf die Schnauze gelegt. Nice. Alter, der Camp. Das war nichts. Ja, den ersten Trail haben wir hinter uns. Ja, ich glaube, da war ein bisschen was an Footage dabei. Vielleicht probieren wir mal eine andere Perspektive aus. Und hat mega Bock gemacht. Also, ich bin noch nicht wieder ganz so gut drin wie letztes Jahr, aber es kommt, es wird. Was hast du da eigentlich für ein Fahrrad? Ich habe eine Scott Genius. Da kann ich auch nicht sagen. Habe ich auch. Ist gut, oder? Also ja, ist heute Canyon mit meiner Schwester, aber sonst habe ich auch eins. Habe ich für ein Apfel und ein Ei geschossen. Ja, same hier. Und wir sind natürlich noch auf 26 Zollern unterwegs, also nicht so hipstermäßig. Auf 27,5 oder 29ern. Jetzt wird es mal richtig steil. Opa, einmal rum. Oh, jetzt muss ich mich am Lenkrad festhalten. Opa. Ist alles auf der Cam. Ist alles auf der Cam, Basti. Oh. Da hinten ist ein Reh. Bleib da essen. Wir fahren auf Veganer zu basteln. So, wir hauen in den zweiten Teil rein. Neue Perspektive, neues Glück. Das ist doch mal ein Ausblick, oder? Oh, richtig schön. Sowas gibt es nur im Sauerland. So, dann können wir wieder reinspringen von der Brücke. Genau. Das ist auch mal ein Video drüber machen. Das ist gut. So ein Backflip trainieren. Gerade ist auch zu voll. Gerade ist vielleicht nur 4 oder 5 Meter. Das ist ein bisschen lame. Gehen wir erst Trails fahren und vom Trail direkt die Brücke und dann. Mit dem Fahrrad. Genau. Backflip mit dem Fahrrad. Von Nitro Circus würden das machen. Ja, sicher. Pastrana. Boah. Alter Heimat, ne? Ja. Also hier in dem kleinen Dorf bin ich aufgewachsen. Drei Häuser, oder? Hier. Zwei Bauernhöfe und zwei normale Häuser, glaube ich. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ein Wirtshaus. Ja Leute, das war eine mega coole Feierabend-Mountainbike-Runde, hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank da an den Basti. Ich habe mich jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet, habe einiges im Hintergrund gemacht,
wo es darum ging, die Videoqualität zu erhöhen und auch Projekte schon für die neue Skisaison zu planen, aber auch für diesen Sommer. Und da gehen wir auch im nächsten Mountainbike-Video drauf ein. Ich mit dem Basti, was ich noch diesen Sommer vielleicht vorhabe, könnt ihr auch so ein bisschen beeinflussen, indem ihr mal auch in den Kommentaren daran teilnehmt. Mich würde jetzt mal mega interessieren, wie dir das Video gefallen hat. Ich habe versucht, die Qualität, was Farbe und so weiter angeht, ein bisschen zu optimieren. Hat mich sehr viel Arbeit gekostet, weil ich erstmal ein neues Programm lernen musste. Bin jetzt finally auf Final Cut Pro X umgestiegen. Muss mir vermutlich jetzt sogar einen neuen Computer holen, weil er einfach zu langsam ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt demnächst gibt es auch nochmal ein Diät-Update. Da bin ich auch ganz gut am Start, werde dir auch nochmal ein paar Insights geben. Und ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback, was du sehen möchtest, welche Themen dich interessieren. Und dann kommt auch noch der zweite Teil des Q&A. Ich habe genug gelabert. Lass einen Daumen oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Ganz, ganz wichtig, den Kanal abonnieren. Und daneben ist eine Glocke. Wenn du da drauf klickst, dann wirst du benachrichtigt und siehst auch, wenn ich ein Video veröffentliche. Ansonsten ist das alles vom Algorithmus abhängig. Das heißt, wenn du sonst nur Katzenvideos schaust, werden dir eigentlich nur Katzenvideos angezeigt und nicht meine Videos, wenn du diese Glocke nicht aktiviert hast. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Mach's gut, dein Julian.